Willkommen zur Plauderstunde mit dem Heinz. Ja, der Wendler ist jetzt nicht da, deswegen kann ich auch heute keinen vorstellen. Ich habe gerade hier bei Facebook gesehen, es sind einige live online und da habe ich mir gedacht, komm, mach die Kamera an. Ich bin nicht live online, warum nicht? Weil ich sehr oft aufstehen muss, wenn die Kunden hier reinkommen. Letzte Woche haben wir ja Wendler und der Heinz schon angefangen, einen Videoclip zu machen, wie gesagt. Wendler kommt, Onkel Wendler kommt nicht jeden Tag vorbei. Heute war jemand anders da und sagte mir, dass die große Schlagernacht entsteht in der Stadt Essen in der Grugahalle am 21. Februar 2017 und die Sparkasse Essen haut da mal wieder so richtig viel Geld raus. Alle Plätze, also auf alle Plätze, besonders in der Mitte der Bühne, 15 Euro. Also der vorhin hier war, weiß gar nicht, wer da alles drauf ist. Müsst ihr jetzt selber entscheiden, wie die Damen und Herren da alle heißen. Da steht noch niemals Name drauf. Also große Schlagernacht in Grugeressen, Dienstag, den 1. Februar 2017. Beginn 19 Uhr, Einlass 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es bei der Sparkasse. Irre, ne? Bei der Sparkasse könnt ihr sich nur Geld lassen. Nein, dann kriegt ihr sogar Eintrittskarten für die Schlagernacht. Da, ne? Pharrell, wie die da heißen. Da, weiß gar nicht. Ne? Ihr merkt schon, ich habe eine Erkältung. Heute waren auch die Grünen da, weil es ist ja Wahl. Ja, im Mai wählt hier NRW und die Grünen machen da auch schwere Sachen hier. Zauber, ne, Sauberzauber, genau. Meister, Maitre, ja, so ist er. Ja, genau, vorne ist frei. Darum mache ich keine Videos live. So, dann hätte ich wieder unterbrechen müssen. Hatte gerade wieder einige hier. Wer live gerade online war, war hier André Hoffmann. André Hoffmann, ARD, ZDF, zwischendurch zu sehen. Er sagt auch, bald ist wieder Werbung angesagt. André Hoffmann ist sicherlich ein bekannter Begriff, wer André Hoffmann hier so bei Facebook sieht. Facebook, 13 Jahre, 13 Jahre feiern wir Facebook-Freundschaft. Facebook, 13 Jahre, Wahnsinn. Ja, auf diesen Gruß auch Nina Rammershofen. Nina Rammershofen macht ja auch eine tolle Sendung. Und zwar eine Pferdesendung in der sogenannten Filmproduktion Nordfriesland. Aus Nordfriesland waren ja einige, die gewisse Produktionen gemacht haben. Sie macht in Nordfriesland die Pferdeshow. Nennt sich der Pferdezirkel. Ja, kann man da auch wunderbar sehen. Die hat auch den Pferdeflüsterer kennengelernt, der nun auch 2016 verstorben. Also sie hat also auch schon unsere Mama, nee, Mama nicht, aber die Frau von der Leine, ne? Von der Leine gelassen, CDU. Mit ihr hat sie korrespondiert, weil die auch mit Pferde was zu tun hatte. Ja, hat sie also wie gesagt auch schon Smalltalk. Nina Rammershofen in ihrer neuen Sendung. Ja, ich sehe gerade hier, da ist jemand live, aber englischsprachig. Nennt sich John Wick, der Film John Wick. Aber Keanu Reeves ist derjenige, welche, der da jetzt live spricht. Grüße, hi, ja, wunderbar. Siehst du, so schnell geht. Jetzt war der Ups, da hat mir meinen Stoff. Ich brauche Stoff. Ohne den Stoff kann ich nichts machen. Beruf, Copy, ne, Kopien, Kopierer. Da muss der Stoff rein. Hat er mir gerade gebracht. Lege ich mal hier oben auf, dann mache ich weiter. Also Keanu Reeves gerade live über seinen neuen Film John Wick Teil 2. Ja, sind zwar kräftig da am Erzählen, er ist wieder da. Keanu Reeves war ja lange weg, aber er ist wieder da und er erzählt, er spricht. Und warum die so weit auseinandersitzen, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, hier, wie gesagt, ist ja, wenn zwischendurch ein Star da ist, wie jetzt Wendler da war, haben wir gesprochen, also gibt ja die neue Gruppe, der Wendler, der Heinz. Dann haben wir hier ganz live Miss Universe 2015. Mitte näher, keine Ahnung wie die heißt. Miss Universe, auch wieder eine wunderschöne Frau da zu sehen. Die wird gerade interviewt hier. Ne, ist klar, wird interviewt. Dann gehen wir da auch mal ein Herzchen ab. Ne? Facebook macht ja Spaß. 13 Jahre Facebook, so schnell geht die Zeit. Wahnsinn. So, heute Smalltalk mit eurem Heinz.
An alle Kunden, wie gesagt, 930, 1730. Und wenn, die wenn ihr mit auf die Kamera wollt, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, wenn ihr irgendwas sagen möchtet, sagt Bescheid, die Kamera geht an. Und dann könnt ihr nicht nur die Stars und Sternchen, die hier reinkommen, oder ups, der mir hier irgendwas bringt, weil ich da dringend brauche. Nee, nee, jeder kann hier mal auf die, beziehungsweise, ja, auf die Couch wollte ich schon sagen. Die Couch ist aber nicht hier, die ist hinten im Studio. Ja, im Studio wird natürlich auch eine Menge gemacht. Nicht nur jetzt unsere Sendung hier, der Wendler und der Heinz. Nee, nee, da werden auch die richtigen Sachen gemacht. Heute war viel los. Heute Morgen kam ich mir vor wie in London. Uralte Zeiten, Nebel. Also wir hatten ganz, ganz viel Nebel. Ich schaute aus dem Fenster, denke, was ist mit meinem Fenster los? Ich sehe überhaupt nichts. Hörte dann Feuerwehr, nahm an, brennt es? Nee, es brannte nicht. Ja, schon, irgendwo wird wohl gebrannt haben, weil die Feuerwehr ist ja dahin gedüst. Hat mich sozusagen wach gemacht, beinahe hätte ich nicht verpennt. Aber das ist halt so. Ihr merkt schon, ich bin schwer erkältet, habe die Grippe und kriege die nicht raus. Und ich arbeite aber dran, die Grippe wieder loszuwerden. Ja, worüber können wir reden? Reden können wir über alles. Wie gesagt, wir haben Wahljahr. Die Grünen machen hier den Sauberzauber. Die wollen hier unser Stadtteil sauber machen. Ne? Wir wollen Spielplätze, Parkanlagen, Wiesen, Schulen, Zauber sauber machen. Ja, genau, Mahlzeit. Hallo, Grüße. So was könnte ich auch, ne? Geschichten aus dem Kleingarten. Ja, so die Kleingärtner, wenn die da so richtig loslegen. Also hier geht immer die Post ab. Hier, ja, also wie gesagt, der Wendler und der Heinz. Neue Gruppe bei Facebook. Jetzt ist der Heinz am Reden hier, weil der Heinz ist ja eh immer da, ne? Heinz wie Ketchup. Ist klar, also UPS hat mich gerade unterbrochen hier. Er hat mir meine Nahrung gebracht für meinen Kopierer. Kleingärtner waren gerade da, die Grünen waren da mit ihrem Sauberzauber da. Dann war der Kollege da wegen der Schlagernacht mit der Pharrell und wie die alle heißen. Ihr schaut selber, die kommen dann da alle. Ne? Schlagernacht am 21. Februar ist auch ein Dienstag. Wer also am Mittwoch nicht arbeiten muss, kann da reingehen und sich die Schlagernacht um die Ohren hauen. Ne? Also hier wird Essen aufgeräumt. Und da ist mal, ah ja, buongiorno, ja, bringst du schon schöne Sachen da? Er bringt schöne Sachen. Ja, du. Okay, live wäre, ha, da habe ich was. Ich sag ja live, aber wie gesagt, versprochen, wenn Kunden reinkommen, machen wir mal aus. So, heute war er hier, Albano Caruso, Romina und Albano Power, so hießen die mal, traten auch vor 14 Tagen in Oberhausen auf. Diesen Schnappschuss ist gerade reingebracht worden, denn dieser junge Mann hier, Albano Caruso, ne, Romina und Albano Power, sollten einige noch kennen, verkauft nämlich Wein. Er ist ganz raffiniert. Der Kollege hat ihn halt gerade abgelichtet, der war bei Rewe, verkauft nämlich bei Rewe Wein. Da ist er wieder. Was hast du noch? Was brauchst du? Noch ein Foto? Ja. Ich sagte, wer war das nochmal? Ich kriege hier gerade wieder ein neues Bild rein. Hier, da, siehst du da, Kamera. Ja. Also wer ist das? Wer ist das? Die Frau vom Puff-Direktor aus Düsseldorf. Puff-Direktor aus Düsseldorf. Ich sag euch, hier ist immer was los. Wie heißt der? Er hat immer so Ketten um. Achso, ja, ja, der Blonde da. Ja, ja, ich weiß, ich kenne ihn, ja. Genau, ja, ich weiß jetzt, wovon du sprichst. Ich habe den Namen vergessen. Ich auch, aber ich weiß, von wem du sprichst da. Ne, live da. Kannst du das so aufnehmen? Ja, ich kann das so aufnehmen hier. Ne? Jeder kann das sehen jetzt hier. Das ist die Puff, ne, das ist die Chefin des Puffs oder Düsseldorf, ne? Ist richtig? Ja, ja. Ja, und die war im Dschungelcamp, richtig? Siehst du, bei uns kommen alle rein, sogar die Lady hier aus dem, ne, wisst ihr Bescheid. So, ich drück da mal eben drauf da wieder. So, der junge Mann, den ihr jetzt hier nicht sehen könnt, der müsste an sich mit dem Kopf mal runter, so mit dem Kopf mal runter, tiefer, 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 Kopf runter, Kopf, ja, da, ein bisschen näher ran, ein bisschen näher ran, ja, komm näher ran, ja, so, da seht, tiefer, den Kopf tiefer, jawohl, er, ne, so, auch er ist live zu sehen im Fernsehen, ne? Er hat gerade hier die tollen Bilder gebracht, er ist unser Scharfschütze, ne? Er hat also Albano aufgenommen, dann, wie heißt die Dame nochmal? Jetzt haben wir ja das Foto. Ich kenne den Namen, den habe ich vergessen. Er hat den Namen vergessen, also Albano hat er nicht vergessen, mal Rewe erwischt, den leckeren Wein sich abgeholt. Er ist ziemlich raffiniert hier, der lässt sich den Wein hier quittieren. Der hat also keine Autogrammkarten, aber er ist unser Feldjäger, ne? Der schießt alle ab mit seiner Kamera und erwischt die dann da auch. Und sie hier, die Lady hier, die war, ja, wo war die nochmal? Im Dschungelcamp, ne? Oben ohne und nix. Frau vom Puff, direkt aus Düsseldorf. Frau vom Puff,
des Direktors aus Düsseldorf. Hört sich gut an. Der Direktor vom Puff in Düsseldorf. Ja, ihr kennt den alle, den Langhaarigen da, den Blonden. Ne? Ja, der mit den Ketten da. Der mit den Ketten da, ja. Also, ne? Also, ich danke dir. Wie gesagt, die Augen... im Fernsehen irgendwo gezeigt? Ja, ich gebe ihm jetzt mal eben die Adresse. Auf besonderen Sender oder ja, was? Leider, ist ja so. Ich gebe ihm mal eben die Adresse, damit er weiß, wo der das sehen kann. Ah, überall, also heute ist wieder, ne? Also heute ist wieder so ein kleiner Star-Auflauf hier. Ich meine, die Damen habe ich euch gezeigt, also an sich ging es mir um Albano Caruso, Albana und Romina Bauer, waren eine lange Zeit ja zu hören, singen, ne? Haben da einiges gemacht, müsste ich raussuchen, kann ich vielleicht da unten mal einblenden, muss ich gucken. Also deswegen mag ich ja Aufzeichnungen, weil ich ja dann, ist zwar live, wirklich, die Leute kommen live rein, die stellen sich auch live vor die Kamera, nicht alle, aber ihr seht, hier ist immer was los bei der Wendler und der Heinz und wie gesagt, ne? Mal gucken, werde ich dann da irgendwie Romina Bauer so einblenden. Ja, also ich habe, wie gesagt, ich kämpfe mit der Grippe und ich habe ein bisschen Shootingzeit neben den Dreharbeiten, die man hier sonst hat, mal hier so Videoclips zu machen. Also er macht hier eine tolle Geschichte, der Albano. Der ist also, wie gesagt, unterwegs momentan bei den Rewe-Läden und verkauft da seine Produkte, weil er ist Weinbauer nebenbei. Beziehungsweise hauptberuflich Weinbauer und macht die Musik wohl nebenbei. Jeder kennt die Geschichte von Romina und Albano Power. Da war ja was passiert. Und dadurch ist da ein bisschen alles ein bisschen... Ja, ist ja, Schicksalsschläge kriegen wir alle. Wie ich die Grippe im Moment habe, hört er an der Stimme. Also wie gesagt, darum ging es mir jetzt. Er ist ganz raffiniert. Er macht... keine Autogrammkarten. Er möchte, dass ihr eine Weinflasche kauft und er signiert die dann. Die Frage lautet dann, sollte ich dann niemals diese Weinflasche auch wieder ausmachen? Sollte ich die dann wirklich austrinken oder so? Ja, wie gesagt, hier ist richtig was los heute. Es ist ein Montag, das Wetter ist super. Also heute Morgen war viel Nebel. Jetzt scheint die Sonne und ja, die Leute waren ziemlich fröhlich. Ist ja auch wieder Karnevalszeit, ne? Das passt ja. Dass er jetzt seinen Wein signiert und dass er hier, dass er sogar hier in unserem Umkreis, hier in Frohnhausen, bei Rewe, auf der Frohnhauser Straße, da plötzlich in dem Weinregal steht und alle, ne? Ach herrlich, Kerkhoffstraße ist auch Rewe. Also wir sind im Rewe-Center hier überall, in allen Straßen ist irgendwo ein Rewe-Laden, ne? Ja, ich meine, ne? Hat er mir gerade vorbeigebracht. Die andere hat er mir jetzt nicht dagelassen, oben ohne, unten nichts, also... Die Ehefrau vom Direktor vom Puff Düsseldorf. Ne? Also ist schon Hammer, dass man mir solche Bilder hier. Aber wir haben hier viel zu tun. Deswegen seht ihr das mal. Deswegen mache ich ja hier diese Videoclips. Also wir haben eine Menge. Wir haben wirklich eine ganze Menge. Wir haben 10 Stunden am Tag haben wir hier Späßchen. Und natürlich kann ich nicht jeden Tag 10 Stunden hier eine Kamera anmachen, damit ihr den Spaß mal miterlebt. Deswegen wurden diese Videoclips ins Leben gerufen. Auch für die Zuschauer und für viele Kunden, die also auch gerne mal haben möchten, dass das mal veröffentlicht wird, dass auch wir hier in unseren kleinen Straßen, vor ein paar Minuten waren die Kleingärtner da, die da wieder was vom Zaun gebrochen haben. Ich musste auch eine Quittung schreiben, weil derjenige, der den Mist da gebaut, ne, in den Kleingärten, da passieren ja auch die dollsten Klöpse, wenn da der Kassierer nicht auf dem Brief steht, dann wird der Kassierer sauer und so, ne, solche Sachen und so weiter und so fort. Also hier, also die kleinen Geschichten aus dem Shop macht schon Spaß als Videoclip und darum mache ich keine Live-Videos. Ne? Also am Freitag war ich ja zum Beispiel bei einem Spezial-Onkel-Doktor, weil meiner einer möchte sich gerne verschönern lassen. Ne? Verschönern lassen kostet richtig Geld. So, dann ist man natürlich zusatzversichert. Ne? Um so schön zu werden wie er hier, muss man zu einem Schönheits-Onkel-Doktor und der kostet Geld. So, dann hat die Krankenkasse gesagt, wir tun was dabei, aber du musst zuerst zu einem Spezialisten, weil der muss uns ein Gutachten. Okay, jetzt habe ich mich gut, ne, ich habe mich gutachten lassen, ich weiß. Ne? Mahlzeit. War beim Spezialonkel-Doktor da, über mir ein Monitor, ja, vor mir Monitore und an der Wand, riesengroß,
konnte ich dann, oder ich fühlte mich dann, als wäre ich in Griechenland. Ja, konnte aufs Meer runterschauen, war auf so einem Hügel. Ne? Also das ist so ein Onkel-Gutachter. Das ist ein hochrangiger Arzt in Borbeck, der da einen auseinandernimmt und nachher wieder zusammensetzt. So, dann hat er mich also auseinandergenommen und hat dann den Onkel Doktor, wo ich hingehen möchte, um mich zu verschönern, angerufen und gesagt, nö, das muss alles anders sein. Ne? Das muss alles anders gemacht werden. Lange Rede, kurzer Sinn, aus 8.000 werden jetzt 15.000. Uah! Wer schön sein will, muss leiden. Warum erzähle ich jetzt diese Geschichte? Weil ich jetzt gerade hier Onkel Depp, Johnny Depp ist pleite. Johnny Depp ist pleite, hat pro Tag 2 Millionen zu zahlen. Und der hat es ja nicht nötig, sich schön zu machen. Wenn der sich schön macht, keine Ahnung, der kriegt dann, glaube ich, direkt Platin eingesetzt. Ja, also wie gesagt, Johnny Depp ist pleite. Kenny Reeves ist gerade on air, live, wegen seinem neuen Film John Wick. Zweiter Teil. John Wick lief im Fernsehen, erster Teil. Ja, ist richtig was los. Na, ihr habt gesehen, live hier, ich konnte jetzt nicht weg. Ich konnte jetzt nicht weg, um das Foto zu machen, weil deswegen hatte ich ja gerade meinen Fotografen auf die Yacht und den habt ihr ja auch gesehen, dass es den wirklich gibt. Ne? Also der ist heute da wieder auf Fotojagd, hat ihn hier um die Ecke bei Rewe erwischt und die andere Dame aus Düsseldorf, naja, und das soll ich natürlich dann im Schaufenster hängen. Ich weiß nicht, was die Kunden dazu sagen. Wenn die Direktorsfrau, wenn die Frau vom Direktor des Puffs aus Düsseldorf bei mir an der Fenster hängen würde mit den 6 Kilo schweren Oberteilen da, mal 2, das geht nicht, das geht nicht gut, das gibt richtig Ärger. Nö, ich meine, wenn er hier wäre, gut, wäre die Hütte voll gewesen, aber ja, die Fotos hätte ich sicherlich auch noch replatzieren können oder an die Wand nageln, je nachdem. Jedenfalls Albano hier ohne seine Frau Almina war er bei Rewe und hat dann, wie gesagt, seine Weinflaschen verkauft. Jeder sollte eine Weinflasche kaufen, dann hätte er die unterschrieben, weil Autogrammkarten gibt er nicht. Er hat also großes Glück gehabt, hier mein Fotograf, dass er ihn ablichten durfte und hat auch sofort hier bei DM einen Fotoauszug gemacht. Ich hätte ihn das zwar auch jetzt eben machen können, aber dann hätte ich ja nicht vor dieser Kamera sprechen können. Ne? Ja, das ist also unsere Tätigkeit jeden Tag. Foto arbeiten, Stars und Sternchen ablichten oder Karten herstellen für die Sparkassen, weil die wieder Stars und Sternchen da haben. Oder die Grünen, die hier irgendeinen Sauberzauber da machen wollen. In dem sogenannten Sauberzauber wollen sie hier die Stadt säubern. Ne? Ach ja, also ich halte das immer aus Sicherheitsgründen hoch. Mahlzeit, grüße, ich komme. Jo. War auch gerade lustig, also wie gesagt, wenn Kunden rein, mache ich die Kamera aus. Wurde auch gefragt, hör mal, hat Donald nichts falsch gemacht? Sag ich, wieso, wie kommst du jetzt drauf, ob Donald was falsch gemacht hat, also der Präsident? Ja, ist so ruhig hier, war so ruhig, kann er sprechen, was daraus hängt. Ich hätte aber vor ein paar Minuten eine SMS bekommen, dass der Onkel Donald Trump da wegen seinen Ausländer Embargo da doch vom Richter und die Richter gegen die Richter und dann wurde gesagt, dass ein Richter ja wohl nicht mehr Rechte hat wie der Präsident. Der Präsident sagt, das ist grün, dann ist es grün und dann hat ein Richter nichts zu sagen, nee, ist es nicht grün. Naja, okay, aber darauf wollte ich nicht. Ich sehe auch gerade die Explosion hier bei Action Concept, wisst ihr ja Bescheid, Cobra kommt auch bald wieder ins Fernsehen. Punkt zu Fernsehen, seid ihr selber schuld, dass ihr demnächst zahlt, jeden Monat, ne? Aber ist eure Sache. Ihr könnt auch 15 Euro ausgeben hierfür, ne? Sparkasse lädt ein. Wenn ihr da 15 Euro lasst, könnt ihr die vier da musikalisch erleben, am 21.02. kurz vor Karneval, ne? Kommt schon mal Stimmung auf. Dann könnt ihr mit den Grünen hier Sauberzauber machen in der Stadt Essen, Kulturhauptstadt 2010, hört auch keiner mehr was von. Wurde alles mal so ins Leben gerufen, hat zig Millionen gekostet, über 3 Millionen hat es gekostet. Hört man nicht mehr, sieht man nicht mehr, man weiß gar nicht mehr, wer Kulturhauptstadt 2010 ist. Man weiß ja noch nicht einmal mehr, wenn man hier irgendeinen Jugendlichen fragt, immer, da hat doch einer mal Musik gemacht für die Kulturhauptstadt 2010. Ne? Grönemeyer hat ein extra Lied gemacht für die Stadt Essen, also Kulturhauptstadt 2010, kennt keiner mehr, richtig,
Ne? Gar nichts mehr. Müsst ihr bei Google, bei YouTube müsst ihr suchen. Ja, und da sind wir wieder bei Almano. Deswegen läuft auch die Kamera heute. Weil er, wie gesagt, da war, den kriegt man nicht so auf die Kamera. Ihr habt auch live kurz gerade den Kameramann gesehen, beziehungsweise den Fotografen gesehen. Mahlzeit, Grüße. So, meine Assistentin ist beschäftigt, die guckt auch nicht in die Kamera, weil die ist vertieft. Denn wir haben da gleich so ein Quiz. Eine ältere Dame war da, die wollte in die USA. Wir haben auch alles fertig gemacht, wir haben diese Bilder gemacht. Die 5x5 cm, die brauchen ja die größeren Bilder hier so, ne, so halb so. Dieses Stück hier wollen die Amerikaner haben. So, jetzt kommt der Hammer. Die möchten digitale Fingerprints haben, digital, nach Vorschrift, das FBI. Ich habe mir das gerade alles durchgelesen, nur unsere KTU, kriminaltechnische Untersuchung und unsere Polizeidienststellen, die haben ja immer noch diesen da, Daumen in, ne? Da rein. War auch sauber, waren saubere Fingerprints, aber USA sagt, nein. Ja, wie kommt die Dame jetzt in die USA? Also ihr seht, heute war schon vieles los, haben wir auch gerade bei Facebook veröffentlicht, ne? Ja, genau. Und dann ist der Film heute also auch schon zu Ende. Wir haben ja heute über vieles berichtet, über ihn hier, der seinen Wein verkauft hat. Albano Caruso, heißt der Caruso, Albano Caruso, auch Arminia und Albano Power genannt. Die haben die Musik gemacht, ne? Sie ist aber leider nicht da gewesen, nur er. Dann haben wir über die Sauermänner der Grünen berichtet. Und dann haben wir darüber berichtet und das andere verschweige ich jetzt, haben wir auch noch berichtet. Ja, ne, Düsseldorf, ne, der Vater aller Väter da. Okay, Karneval kann kommen und das Video ist aus und wir sagen viel Spaß und geht nach Hause. Wir haben nämlich Feierabend.